Hi! Kurze Werbung in eigener Sache. Wir haben den Blade Tambor ins Leben gerufen. Absolut, ja. Und wir sehen hier schon unsere Eventseite auf procriminati.de. Gibt sogar den 31.8. Es gibt sogar den 31.8. Also, nee. Das ist quasi dann morgen, wenn das Video das erstmalig rauskommt. Dann haben wir Freitag, den 6.9. nochmal ein geschmeidiges Stellarkrone-Pre-Release-Turnier. Den Tag darauf, den 7.9. nochmal ein Stellarkrone-Pre-Release-Turnier. Dann sehe ich hier 20.9. Aber wenn man chronologisch vorgeht, wenn man bei der Challenge. Bei der Liga-Challenge September, genau. Und die ist am 13.9. Aber nicht nur die, sondern da wäre auch One Piece Re-Release tatsächlich. Was verschoben worden ist, haben wir heute mitgeteilt bekommen. Deswegen nicht am 7. war es, glaube ich, oder 6. oder sowas, sondern jetzt am 13. war es. Genau. Ab dem 13. genau. Aber da wird noch eine Eventseite, eine extra Eventseite erstellt. Das könnt ihr euch dann da angucken. Und das normale Store-Tournament, 18.9. Genau. Dann wird es die Woche drauf weitergehen mit Obacht, Nebel der Sagen, Booster Bundle, Fun Turnier. Ja. Kurz und knapp, ihr bekommt zwei Booster Bundle von uns. Trainerkarten sind aufgelistet. Die dürfen mitgebracht werden und ins Deck integriert. Und dann go, go, go. Zwei Booster Bundle, 45 €, das ist schon mal ein Preis. Saftiger Boosterpreis auf jeden Fall, ja. Und da sehe ich 25.9. Build and Battle Kit Random Fun Turnier. Das ist tatsächlich nicht am Wochenende, weil am Wochenende finden die Regionals in Dortmund statt und da sind sehr viele Leute. Deswegen ja. Hatten wir gesagt, das macht keinen Sinn, da noch ein Turnier zu machen. Und das ist das einzige Turnier, was unter der Woche, mittwochabends, auch während der Ladenöffnung einfach ganz gemütlich stattfinden wird. Und ganz kurz zur Erklärung, Build and Battle Random, ne? Das heißt, wir schmeißen von Karmesin und Purpur einfach ein paar Bundles, nicht Bundles, sorry, sondern Kits in den Topf. Jeder zieht blind ein Kit raus und muss mit dem spielen. Also ich kann mich nicht vorbereiten, not bad, sondern ich muss nehmen, was kommt. Wird spannend. Und das ist dann unser Blade Tambor. Und warum machen wir den? Wegen dem 5-jährigen Jubiläum von Procriminati, weil wir 10.8. war nämlich unser 5-jähriges Geburtstagsjubiläum. Ja, kam überraschend. Ja, und das haben wir natürlich nicht gefeiert, deswegen feiern wir es jetzt mit dem Blade Tambor. Ja, privat. Genau, und deswegen jetzt viel Spaß mit dem Video. Who's that Pokémon? It's Procriminati. Hi! Keine Booster, zwei Pokéminaten und die AOG Submission ist back. Hallo, aber nicht nur die ist back, sondern ich hab da einen Koffer. Am Eingang stand was? So ein Geheimkoffer. Warte mal, so ist eigentlich geiler, oder? So ist besser, ja. Okay, aber es ist halt ein bisschen groß, ne? Theoretisch müssten wir mal ganz kurz, warte mal, wir müssten auf das hier wechseln, glaube ich. Wo bist du? Ah, Fez. Sam, guck. Und jetzt hast du nämlich. Boah. So ein schicker Koffer, weil mir wurde überrascht, ne? AOG hat uns quasi die Karte, weil es dieses Submission so wenig waren. Nee, Quatsch. Mach mal auf, ja. Haben sie uns einen Koffer geschickt. Da ist eure Submission mit drin, ne? Die fische ich jetzt raus und dann schauen wir uns direkt mal die Karten an. Auf jeden Fall. Und den Koffer natürlich. Und den Koffer natürlich. Aber erstmal die Submission rausgefischt. Ich mach mal hier wieder den mit Schlüssel übrigens. Ja, wichtig und ganz wichtig, weil im Tresor muss ja den Koffer auch trotzdem verschließen. So sieht's aus, weil sonst kommen die Bankangestellten der Wand, kannst du gleich rauslassen. So, dann gucken wir uns das Ding nochmal an, während du noch den Rest auspackst. Jawohl. Okay, also passt kaum aufs Bild, ne? Logischerweise. Dann haben wir hier oben eine schöne, wie so eine, nennt ihr was, Schallschutz in Inlet quasi, aber was halt die Karten von oben quasi schützt. Und hier haben wir, was kriegst du da rein, wie viel Stück? Was denkst du? Ja, bestimmt 20 pro Reihe, oder? Das sind jetzt ohne irgendwie. Ohne irgendwas zu legen. 7, guck mal. Ha. Ist schon mindestens 20, 25 Stück. Aber mir wäre es austesten. 25 würde ich jetzt mal machen. Wir werden es austesten. So, erstmal Dankeschön, ne? Gruß geht zurück. Dann die Toploader werden wiederverwendet. Yes. Also hier nochmal der Winkel, ne? Ich hab's gerade noch nicht ganz aufgeklappt gehabt. Also ist natürlich ein rechter Winkel und bleibt dann auch hier stehen. Warte mal. Ihr seht es hier in der Facecam besser. Ich müsste jetzt lügen. Ich weiß gar nicht, was der Koffer bei AOG kostet. Oh, das weiß ich auch nicht. Aber das holen wir jetzt gleich nach, weil ich mache kurz Pause und dann sage ich euch, was er kostet.
Also, wir haben geguckt, das Prachtstück kostet 119 Euro. Nicht 150, nicht 140, nein. Auch keine 120, nein. Sondern 119 Euro. Aber der fühlt sich schon sehr hochwertig an, muss ich sagen. Und der ist leicht. Ja, leicht war er, auch mit den Karten drin sogar war er. Ja. Relativ wertig und leicht. Also auf jeden Fall, AOG, ne? Vielen Dank. Wann wird Sperrmüll abgeholt? Ja, das muss doch jetzt, muss so ein bisschen die Leute unterhalten. Also ich, weil ich hab über Instagram habe ich mich beklagt, dass der Dominik aka Sammler jetzt so einen Koffer gekriegt hat. Dann habe ich geschrieben, ey, so ein Koffer, da bin ich schon neidisch. Und dann wurde direkt geschrieben, ey, pass auf Jungs, ihr kriegt auch einer. Seid nur so gut. Und ganz ehrlich, wer eben gelacht hat, soll kommentieren. Auf jeden Fall. Und liken. Wer eben gelacht hat. Schmunzeln zählt auch schon. Schmunzeln zählt auch. So, fang mal an, mein Lieber. Also, Klurak, was jetzt nicht auf der Liste steht, das, von Paul. Paul, genau, weil wurde schon vorgegradet, ne, war so ein Pre-Grading. War ein Pre-Grading mit, tatsächlich. Mit Plus ausgetitelt, ne? Genau. Und daraus wurde. Jetzt pass auf, bevor ich jetzt hier, ne, weil ich bin mittlerweile ja Profi, nicht du bist ja Amateur. Ja, weil wir haben uns ja darauf geeinigt, dass wir den Zoom Grad erhöhen. Zoom, ja. Geil. Ja, deswegen, also, ich glaube sogar eine Stufe war es noch. Genau. Weil die Leute, die... Oh, jetzt habe ich die Matte gefingert. Also, jetzt habe ich die Schüsse verstanden. Also, trinken. Also, Mint Plus muss ja eigentlich eine 10 sein. 95 war, haben wir, glaube ich, geguckt. Ist Mint 10. Plus. Oh, eine Gemini 10. Genau. Ja, ist doch stabil, oder? Stabil, aber sehr. Paul, der freut sich, weil er kommt nämlich morgen zum Brewly-Spiel. Also morgen, wenn es wieder rauskommt. Nicht morgen, aber. Bei uns der 31.8. und Brewly. Genau. Paul freut mich mega. Ist auch eine sehr starke Karte. So, dann. So, jetzt Luca. Nee, Daniel. Nee. Daniel, meinst du schon. Genau, Daniel, unseren Daniel. Ja, ich dachte, wir Daniel sind schon beim G-Point. Zweiten wegen Paul, aber der stand nee, nee, ja nicht nee. Ja, irgendwer, wo die Karte nochmal hat, es ja drauf geschrieben. Yugi aus 2004, haben wir ja gesagt, ist ein bisschen, ne, aber was war es tatsächlich? 5,5. Gut. Gut. Gut, diese. Okay, wer spätestens jetzt gelacht hat, good muss diese. Den Like-Button drücken. Gut, den diese. Versteht nun nicht jeder, das ist das. Aber Problem. Lisa hat sie verstanden. Ja, und jetzt wenn, jetzt wenn Lisa guckt, lacht Lisa hat verstanden. Es reicht. Gut, diese. Gut, diese. So, dann hier noch das räudige blaue Draht. Immerhin excellent. Der räudige blaue Drache. Aber excellent ist zumindest für so eine alte Karte ganz gut, finde ich. Aber das Surface hinten ist schon... Ist schon wild, ja. Jetzt sind wir beim Luca. Der Luca, da kommt nämlich gleich nochmal die Tür rein, da nämlich kurz Break gemacht. So, Luca, dein Glurak ist eine 10 Champion. Boah, da freut er sich. Da freut er sich, der Luca. So, jetzt haben wir noch den Konrad. Der hat nämlich eine riesen Batze hier eingeschenkt. Konrad, ich mach das mal so. Ja, sieht man auch ganz gut, passt. So. Geil. Nicht schlecht. Sieht so aus, ja. Dann Deoxys. Eine 9,5. Chemint ist auch gut. Also mehr ja, Chemint, ob 9,5 oder 10, oder das gibt es hier echt nicht viel, ne, tatsächlich. Ja, dürfte nicht viel sein. Ja. So, nach Tara, auch eine 9,5 Chemint. Not bad, not bad. So, jetzt haben wir das absolut... Ist das das Richterball? Ja, das richtig wertvolle 3 Cent, glaube ich, war es. Ja, ich glaube, es geht ihm einfach darum, dass... Ja, ja, aber guck mal, eine pristine 10. Ja gut, japanisch. Jetzt könnte die aber mehr als 3 Cent sein. Hans-Ajax-Kunst. Die können jetzt vielleicht 3.0 Metz. So, dann haben wir das japanische 1-1 Zapdos mit einer 9,5. Auch sehr gut tatsächlich. Etwas bisschen. Dann Pikachu aus Shiny Dresher japanisch. Ist immer für die Qualität bekannt. 10er Champions. Ah, okay. Service Rückseite hat ein bisschen reingecallt, aber trotzdem nice. Dann haben wir Mew, auch aus Shiny Treasure, mit einer 9,5 Gemmint. Boah, Service von und trotzdem eine 9,5 Gemmint. Ja.
Boah, das ist... Ja, gut, der andere. Aber die andere ist halt stabil, perfekt. Ne? Ja. Schade, schade, schade. So, dann haben wir einen Gardevoir auch aus Shiny Treasure. Und das hat eine 10 Chemint. Da war Surface ein bisschen besser tatsächlich. So, und dann haben wir noch ein... 1997er. Dragonite. Dragoran mit einem Swirl drauf. Oh ja. Und eine 7,5 Niermint. Oder Battle Bear Mint. Nice. Also, ich finde eine starke Submission von Konrad. Charlie. So, Charlie, bei Mario Götze konnte man keinen Vergleichspreis aufrufen. Also wird man auch beim Grader nichts haben. 9. Mhm. Ich glaube, für eine Fußballkarte gut, weil ich finde, die Fußballkarten aus der Vergangenheit sind nie sehr gut rausgekommen, sondern gut. Das stimmt, ja. Und hier haben wir nochmal der Junior Dina Ebimbe als Sadik. Ne? Ja. Grüße gehen raus, mein Lieber. 10 Chemint. Oh, das ist gut. Das ist sehr gut. Weil die haben wir auch einen Wert vorgehabt und zwar. Das Centering bewertet, ne? 18er. Ja, Centering ist da bewertet. Das so, Moritz. Moritz hat eine schwarz-weiß. Weiß-schwarz, gell? Weiß-schwarz. Eine 10er. Boah, Pristine. Boah, da freut er sich. Das sitzt gerade hier im Kühler, ne? Das hat nicht viel gefehlt. Schade. Ich wollte was anderes. Ja, hätte ich machen dürfen, aber nur einmal. Freut er sich, der schreibt. Ja, der freut sich mega. Ah, ich sollte mal kurz eine Reaktion mit einfangen im Video. Wir machen es schnell, wartet kurz. Soll ich ihn holen? Ja, mach das mal. Okay. So, da haben wir hier Simsala, aber da muss ich das kurz ein bisschen hier, ne? Ja. So, da muss ich hier kurz ein bisschen... 1-5-1 Simsala, German, 9. Und zwar war das vom Jamal. Der war hier und hat es erstmal in die Pokémon... Musa reingecallt. So, jetzt sag mal kurz auf den Moritz. Wir sehen uns gleich. Nee, oh, ist schon soweit. So, Moritz. Also deine Weiß-Schwarz-Karte ist ja da. Ich hab mir gedacht, wenn du schon da bist, ne, und mir es gerade aufnehmen, kannst du ja vielleicht selber mit revealen. Okay. Ist ja gesigned und so, ne? Und yeah. Ja, was denkst du denn, was es ist? So ein Gefühl. Das ist ja mein erster richtiger Schwarz-Weiß- oder Weiß-Schwarz-Bull. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, dass es Niermin 9,15 wird, so in dem. Ah, okay. Und was ist mit einer 10 Pristine? Mit einer fast perfekten Karte, guck dir das mal an. Nehme ich mit. Ey, guck mal, da fehlt echt nicht viel, ne? Das sind Edges 3 Punkte und Service auf der Rückseite 1 Punkt. Also. Viele Hunderter, geil. Die darfst du direkt mitnehmen. Auf jeden Fall, ja, das war's von dem Video, würde ich sagen, oder? Die hatte ich schon, ja. Die habe ich kurz reingehalten. Dann, Moritz, kannst du alle Leute noch verabschieden, wenn du möchtest? Kannst du die Abmoderation machen? Ich kann die nicht. Kannst du nicht? Nee. Okay, dann würde ich sagen, in diesem Sinne macht's gut. Tschüss! Here we go again. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end.